Ich aus wieder bei Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage. Der Titel ist immer noch sehr lang. Beim letzten Mal haben wir die Spiegelwelt abgeschlossen, haben quasi uns selbst besiegt und sind hier nun im Dornwald gelandet, wo wir ein paar Phantomen von, ja, Van und Terra hinterherlaufen. So, haben wir hier unten noch was? Ach, da hinten ist wieder einer. So, mal her. Na, rüberspringen war nicht so gut. Autsch. Also irgendwie komme ich hier nicht so ganz an den Rand. Aber das hat gereicht, um alles hier zu vernichten in der Umgebung. Und damit habe ich sogar drei Schattenborne besiegt. Da habe ich doch gleich auch noch mal was geschenkt bekommen. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch echt nur dafür. Weil so ein Pflänzchen sehe ich hier nicht. Dorn habe ich jetzt auch eine ganze Menge gemacht und dafür wieder was bekommen. Ich will die Achievement zwar nicht machen, aber hey, hier und da bekomme ich die trotzdem hinterher geschmissen. Da ist noch was. Soll ich bloß nicht runterfallen. Dann vom Gegner. Kann das sicher nicht einfacher machen, hier nicht runterzufallen. Ah, schade. Na egal. Dann laufen wir den Beinen erstmal wieder hinterher. Und dann den fliegenden Gegnern vorbei, denn auf die habe ich keine Lust. Ah, die habe ich schon, okay. So, weg mit euch. Und weg mit euch. Ne, das ist kein Gang. Ich hoffe, ob noch mehr verschiedene Ranken auftauchen werden. Wir haben jetzt quasi die normalen und die Feuerranken, sage ich mal. So, haben wir hier eine dicke Explosion einfach in die Luft. So, wer ist noch da? Jetzt keiner mehr. So, ist hier was? Mehr Ranken. Und noch mehr Ranken. Frage, ist das jetzt der richtige Weg? Einmal Boom und einmal Eis. Ich sehe nebenbei nicht, dass ich hier angreife. Aber ich glaube, es hilft irgendwie. Ja, es hilft auf jeden Fall gegen was auch immer ich hier gerade kämpfe. Und Level Up. Nice. Oh, Angriff. Verteidigung erhöht. Und Angriff. Und Magie. Und einfach alles. Ach, da ist noch einer. So, einfach schnell nochmal heilen. Wenn meine Magie bald ausläuft. Ach, da. Vielleicht finde ich auch noch die letzte Blume hier irgendwo. Okay, das ist ja schon mal der richtige Weg da oben. Wobei, ich war kurz davor, wieder voll zu werden. Das habe ich gerade nicht so ganz beachtet. So, aber alle. Einfach weg. Oh, eine Truhe. Nehme ich auch. Items sind die rein theoretisch ja wahrscheinlich auch noch zur Nutzung. Die ich nie benutze. So, jetzt ist die Frage, war ich hier schon mal? Kam ich hierher? Hier hat das nicht gewirkt. So. Damit die mir potenziell nicht im Weg steht. Hier unten war ich noch nicht. Sieht man ganz gut an dieser Truhe, die hier noch für mich rumliegt.
Karte. Können wir die Karte nicht im Großen nochmal angucken oder so? Karte? Nein. Nee. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Okay, da hinten geht's weiter. Dann gucken wir uns jetzt... Hi? Bin ich hier nicht hochgegangen? Kam ich hier, finde ich, eventuell sogar her? Ja. Ja, doch. Das ist das, wo ich die Gegner... Nein! Nicht runterschmeißen. Das, wo ich die Gegner ignoriert habe. Lass mich in Ruhe. Zurecht. Moment. Da geht's runter. War ich da unten? Ich glaube schon, ne? Aber ich komme auch nur von hier aus dahin. Das heißt vielleicht auch nicht. Doch, ich war hier unten. Ich habe nichts gesagt. Ah. Da kommt man da drunter. Okay, dann laufen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Da wollte ich nicht nochmal runterfallen. Ich bin schon tief genug gefallen. So. Einfach hier schnell durch. So. Hier jetzt schon mal. So, von hier aus. Könnten wir da hoch, wo die beiden sind? Da unten war noch eine Sackgasse, die habe ich schon. So. Da ist der richtige Weg. Dann gehen wir den hier nochmal kurz ab und gucken, ob hier noch... Ja, eine Pflanze ist. Perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie einfach so mitten auf dem Weg liegt. Die habe ich jetzt auch gerade mehr oder weniger zufällig gesehen. Moment. Ist das jetzt da noch optional? Weil die waren jetzt ja hier oben, ne? Ja, ich glaube, da oben sieht das sehr richtig aus. Und hier ist auch noch eine Sackgasse. Bam. So auf 0 Meter Reichweite, 0 Meter Reichweite, 0 Meter Entfernung, so eine Feuerbombe ins Gesicht zu knallen, ist sicher nicht nett und hat sich ein bisschen wehgetan. So, wer immer jetzt hier noch steht. Keiner. Gut. Mach's trotzdem mal. So. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir haben ja auch alles. Und können weiter. Das sah interessant aus. Ja. Will ich dahin? So zu 4, 5, 6, 7, 1000 Schattenbornen. Irgendwas da oben füttern die. Das war wahrscheinlich erstmal jetzt hier durch, ne? Erstmal heilen, bevor ich... Ja! Ja, zum Glück nicht viele. Ich lauf mal hier bis zur Kugel. Soll ich nur den einen dann jetzt im Endeffekt besiegen? Ja, während ich hier von 1000 Sachen angegriffen werde von oben, ne? Achso, ich hab immer noch keine Magie. Was? Ah, das Magiko? Habe ich nicht gerade noch... Also, das wollte ich natürlich wieder mal nicht, aber gut. Na dann. Machen wir einfach hier wieder unseren schönen Stuff.
Machen wir das von dir überhaupt Schaden? Ein bisschen. Ja, und alle anderen gucken nur zu, wie hier Hauptmann Nummer 1 Sachen machen muss. Nein! Ach, jetzt muss ich das wieder andere Viecher an. So, schnell weg mit den Kleinen. Dann können wir den... was tust du da? Das finde ich jetzt nicht so geil. Das fand ich jetzt echt ungeil von dir, Kollege. So, direkt mal draufgehauen. Das läuft ja weit auf dem Kopf rum. So, hier. Eiskanone direkt ins Gesicht. Ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen auf dem stehen, oder? Dadurch bin ich jetzt nicht mehr von ihm runter. Okay, ich gehe ja schon. Bin ja schon weg. Ich merke schon, du willst mich nicht. Oh. Kann man echt gut mit ausweichen. Na? Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Boom. So, gut Schaden gemacht. Ich sehe sehr viel übrigens von mir selbst. Aber es scheint zu funktionieren. Und damit haben wir es. Oh, mehr Magie. Die Kugel hat es kaputt gemacht. Theoretisch kann sie ihre Füße in den Boden rammen, so spitz wie die sind. Und weg ist die Kugel. Warum auch immer du gerade zugeschlagen hast? Freund oder Phantom? Also Freunde würde ich jetzt die Schattenborne nicht zwingend nennen. Die sind mir nicht so ganz geheuer, ne? Die sind eigentlich eher so ein bisschen, hey, ich hau die aufs Maul und hab Spaß dabei. Aber gut, haben es ja geschafft. Das passt aber eigentlich ganz gut. Ne? Wir haben jetzt als einzige Gegner bisher gehabt entweder Herzlose oder uns selbst. Weil was anderes gibt's ja nicht. Terra, Van. Aqua. You're... Terra, you spoke? Can you see me? Of course. I see Van too. Van? He's here? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world that darkness has consumed. It's enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks? Then, please say something. Aqua, listen. I promise this is me. But I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No,
My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place, is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you, really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua, you have to... Still you struggle! Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Ven! That is enough! Okay. Also war es jetzt der echte Terra, der hier war? Mit dem echten Xehanort? Aber zu welchem Punkt spielt das dann? Wie weit waren die beiden? Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Mickey, how did... Terra, Ven! No time to talk. Dwellers of darkness. They're both heartless! Oh, cool. Jetzt haben wir Mickey noch mit dabei direkt. Das habe ich noch anvisiert. Irgendwie hatte ich es, glaube ich, gerade vorher nicht. Also irgendwie, ja, wie gesagt, der echte Ven oder, also echte Ven und Terra oder nicht. Also Ven wahrscheinlich nicht, aber Terra? Und der wusste, dass er kontrolliert wird von Xehanort und hat am Ende irgendwie da noch ein bisschen dagegen halten können. Oh, Wegfinder? Ach so, mit Mickey zusammen. Na, komm, den Abschluss will ich noch sehen. Ich glaube, da habe ich auch sogar noch gesehen. Soll der wieder heilen? Oh, ich halte ihn auch mit. Sehr gut. Ja, und jetzt ist es doch das größte Mysterium. Ist echt immer Mickey, ne? Wie kann der einfach überall sein? Wie schafft er das? Mickey ist einfach immer überall. Und vor allem, der kann irgendwie auch gefühlt frei durch das Reich der Finsternis laufen, oder? Weil damals mit, als Rico auch im Reich der Finsternis war, da am Ende von Kingdom Hearts 1. Oh,
Cool, Miki kann mich auch heilen. Konnte eben auch. War auch plötzlich Miki auf der anderen Seite im Reich der Finsternis. Also, ich glaube, ich bin eines der größten Mysterien dieses Spiels. Ist echt Miki, der einfach alles kann. Ich glaube, wir porten uns immer zum Gegner und schlagen drauf, ne? Ah, sehr schön. Mit dem Special. Oder mit dem Abschluss. Better not push our luck. Gosh, I never thought I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First, tell me, how long's it been in the Realm of Light? About 10 years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the Realm of Light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So, I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ven brought you and I back together again. Yeah. But the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the Realm of Light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the Realm of Light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready.
Aber schön, dass er jetzt dadurch wieder ein bisschen Mut bekommen hat. Durch Mikis Hilfe. Ah, da ist auch ein Speicherpunkt. Perfekt. Ja, das heißt, wenn er meinte so etwa 10 Jahre, dann heißt das, spielt das jetzt quasi zum Zeitpunkt von Kingdom Hearts 1. Das heißt dann auch, jetzt wissen wir warum, am Ende von Kingdom Hearts 1 Miki in der Welt der Schatten ist und dort die Tür verschlossen hat. Aber das heißt auch wiederum, Aqua musste auch da irgendwo in der Nähe gewesen sein, wenn die jetzt hier zusammenreisen. So nach aktuellen Vermutungen. Interessant. Und er hat sich freiwillig hier reinbegeben. Das heißt, kein Wunder, dass Donald und Goofy ihn nicht gefunden haben, wenn er im Reich der Finsternis herumwandelt. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.